Frau, wie war nochmal Ihr Name? Ist immer noch unbekannt. Die Alzheimer-Patientin. Die Polizei scheint überhaupt nichts rausgefunden zu haben. Martina, du hast dich mal wieder selbst übertroffen. Ich bin Vicky. Ich werde doch meine Tochter erkennen. Du heißt Martina. Oder kennst du deine Mutter nicht mehr? Wie lange kennen wir uns? Ewig. Und wie lange sind wir verheiratet? Viele Jahre, und zwar glücklich. Und die meisten Paare, die viele Jahre glücklich verheiratet sind, haben längst schon eine Familie. Aber wir waren uns doch einig. Erst muss das Restaurant laufen und dann. Das Restaurant läuft fantastisch. Du machst doch Kampfsport, oder? Seit wann interessierst du dich denn für Kampfsport? Könntest du mir mal ein paar Griffe zeigen? Kreuz und Block. Nein! Was denn? Oh, oh, fuck! Sag mal, hast du sie doch alle? Wen haben wir denn da, Dr. Wilson? Leon Stein, 15 Jahre, wurde von einem LKW-Fahrer bewusstlos an der Bundesstraße aufgefunden. Der nächste, Alexander Stein, 14 Jahre. Auch Stein. Bruder. Leon und Alexander sind im Krankenhaus. Sie haben Giftpilze gegessen. Sie schweben in Lebensgefahr. Die Ärzte hier meinen, wir könnten vielleicht ihr Leben retten, wenn jeder von uns einen Teil seiner Leber spendet. Was ist denn Ihr Mann? Er ist noch beruflich unterwegs. Ich habe ihn schon versucht zu erreichen. Er ist in London. Dann sollte er sich so schnell wie möglich auf den Weg machen. Oh, Jochen, geh ran, bitte. Sie können nur einen Ihrer Söhne retten. Ich soll entscheiden, wer von meinen Söhnen sterben und welcher leben darf. Einer meiner Söhne im Stich lassen. Das tun wir nicht. Wir haben Sie bloß über die medizinischen Fakten aufgeklärt. Frau Stein, beruhigen Sie sich. Dr. Jung, wie ist der aktuelle Stand von Organtransplant? Leider keine Neuigkeiten. Es gibt einige Patienten mit ähnlicher Typologie, die Vorrang haben. Vorrang? Aber meine Söhne werden sterben. Ja, da sind Sie leider nicht die Einzigen in Europa. Frau Stein, haben wir noch Verwandte in der Nähe, die wir übersehen haben? Onkel, Tante, Cousin, Cousine, wen auch immer? Nein, ich habe Dr. Jung schon eine Liste gegeben mit allen Telefonnummern und allen Adressen drauf. Ich habe sie alle durchtelefonieren lassen. Leider nichts. Haben Sie mittlerweile schon Ihren Mann erreicht? Haben Sie versucht, ihn über die Firma zu erreichen? Aber niemand weiß, wo er steckt. Wie wär's denn mit einem Spendenaufruf im Fernsehen? Lebensspenden sind in Deutschland nur an sehr, sehr nahe Verwandte erlaubt. Aber Sie können nicht und nicht zwingen, zwischen einer meiner zwei Söhne zu entscheiden. Das tun wir nicht. Das übernehmen wir für Sie. Die Entscheidung ist brutal, aber einfach. Wessen Leber als erstes versagt, bekommt die Spende von Ihnen. Frau Stein. Frau Stein, ich... Sie sind ein Idiot, Dr. Bernheimer. Was? Gibt es was zu essen? Ja, Tee und Kuchen. Grüß Gott, ich bin die Vicky. Und wie heißen Sie? Ich bin die Elsbeth. Ja, das weiß ich, aber wie soll ich Sie denn anreden? Warum lügst du mich an? Wie bitte? Was ist denn los mit dir, Martina? Bist du mir immer noch böse? Nein, ich bin dir nicht böse. Ach. Hast du mir was zu essen gemacht? Das ist ja lecker. Ich habe auch richtig Hunger. Gut, ich gehe dann auch mal wieder. Bis nachher, auf Wiedersehen. Schwester! Ja? Nehmen Sie das Tablett wieder weg. Ich habe keinen Hunger mehr.
Sie eine schöne Rose? Eine schöne Rose für eine schöne Frau. Danke. Womit habe ich das jetzt verdient? Also verdient hast du sie eigentlich noch nicht. Noch nicht. Also muss ich noch was tun, um sie zu verdienen? Ja, nein. Ich meine, ich wollte einfach noch mal mit ihr reden. Woher weiß ich jetzt ganz genau, worüber du mit mir reden willst? Stella, bitte. Bambini sind mir ganz wichtig. Antonio, ich will doch auch Kinder. Aber ich will nicht wegen dem Kind zu Hause bleiben müssen. Deshalb wollte ich noch mal mit dir reden. Ich habe da eine fantastische Idee. Wir holen Mama. Wie bitte? Ja, während Mama zu Hause auf die Kinder aufpasst, kannst du hier weiterarbeiten. Antonio, deine Mama und ich in einem Haus, das ist keine so gute Idee. Und wenn wir eine Nanny holen? Ist dir zu teuer? Mir geht's nicht ums Geld. Mir geht's um das Gesamte. Um dich. Unsere Wohnung, unsere Arbeit, unsere Kinder und... Und? Und vor allen Dingen um den richtigen Zeitpunkt. Schau mal, im Moment, da steht einfach das Geschäft im Vordergrund. Und wenn's gut läuft, dann kümmern wir uns auch um den Rest. Okay? Ich geh dann mal abräumen, okay? Die ist echt lustig, die Omi. Was? Na, die verrückte Alte von der 24. Vicky, so brauchst auch nicht reden. Jeder Patient verdient unsere Achtung. Sie ist halt alt, das passiert nun mal. Ist ja kein großes Ding. Ja, was ist denn passiert? Frau Strange, die hält mich immer für ihre Tochter und die heißt auch noch Martina. Hat sie sonst noch was gesagt? Ja, nur, dass sie einen Bärenhunger hat und eine Minute später dann wieder nicht. Ich meine, man vergisst doch nicht, dass man Hunger hat. Schau, Vicky. Alzheimer-Patienten, die verlieren ihr Kurzzeitgedächtnis. Die wissen oft von einem Moment auf den anderen nicht mehr, was sie gerade gemacht haben. Aber was der Kaffee vor 30 Jahren gekostet hat, das wissen sie. Echt? Ja. Krass. Das ist ja das Schwierige, gerade für die Angehörigen. Der Gedächtnisverlust. Der verläuft schleppend. Ja, und zwischendrin sind die alten Leute dann wieder völlig klar. Das ist ja voll heavy, da blickt ja niemand mehr durch. Ja, das ist tragisch. Weil in hellen Momenten merken die alten Leute selber, dass ihnen ihr Gehirn nicht mehr richtig gehorcht. Kein großes Ding, gell? Finde ich schon. Jochen, wo steckst du denn? Warum meldest du dich denn nicht? Diese ewigen Meetings. Nein, den Buben geht es gar nicht gut. Sie sind todkrank. Ja. Ja, es muss sein. Ich werde meine Leber spenden, aber es reicht nicht für beide Buben. Danke, Jochen, das ist lieb, dass du das sagst. Echt, ich auch. Wo bist du denn jetzt? In London. Gut. Nein, ich weiß auch nicht genau, was dem Alexander und dem Leon fehlt. Mehr als ich dir draufgesprochen habe wegen der Pilzvergiftung, weiß ich doch auch nicht. Ja. Ja, genau. Was meinst du, wenn du kommst? 2-3 Stunden? Das wäre toll. Komm schnell. Wie, der Flughafen ist geschlossen. Hallo? Jochen? Hallo? Verdammt, ausgerechnet jetzt. Thank you.
Hi. Hey. Du hast heute spät, das wusste ich ja gar nicht. OP-Bereitschaft. Alles okay bei dir? Ja, wieso? Ich hab da so eine Geschichte gestern gehört. Mesut, oder? Der hat so eine Andeutung gemacht. Mhm. Mesut und Andeutung. Er hat mich gefragt, wie es dir geht. Dann sag dem jungen Mann doch, das soll er mich demnächst selbst fragen. Das habe ich ihm auch gesagt. Karin? Ja? Was ist denn noch? Ich mache mir ein bisschen Sorgen, ob das wirklich gut ist, das Taekwondo für dich. Das Training mit Mesut ist super. Das hilft mir. Du meinst, um über die schlimme Sache hinwegzukommen? Zerbrich du dir nicht dein hübsches Köpfchen. Alles ist gut. Ich habe gerade mit meinem Mann gesprochen. Das ist recht, das freut mich. Aber der Akku hat den Geist aufgegeben. Schauen Sie her, dann nehmen wir uns das Telefon. Danke. Bitte schön. Jochen, ich bin jetzt wieder in der Seeklinik. Der Akku war leer. Bitte melde dich umgehend, ja? Danke. Hallo, Frau Stein. Konnten Sie Ihren Mann erreichen? Ja, ja. Könnte in 3 bis 4 Stunden hier sein. Wie bitte? Wo steckt er denn? In London, aber anscheinend ist der Flughafen gesperrt. Oh, das darf doch nicht wahr sein. Ist irgendwas passiert? Ich weiß es doch auch nicht. Das Gespräch war plötzlich weg. Frau Stein, so leid es mir tut, aber das ist eindeutig zu lange. Was? Wenn Ihr Mann nicht rechtzeitig kommt, dann müssen wir uns notgedrungen für einen Ihrer Söhne entscheiden. Nein. Nein, nicht ich. Alles okay bei dir? Nee. Warum hast du dich bei Henriette über mich ausgeheult? Ich kann mich nicht daran erinnern, je vor einer Frau geheult zu haben. Du hast mit Henriette über mich geredet. Ja, hab ich. Ist das jetzt ein Problem? Ich mag's nicht. Wieder Prä. Lass dir mal was Besseres einfallen, wenn du nicht mehr weiter weißt. Karin, wir arbeiten zusammen, wir sind Freunde. Sind wir das? Unterbrich einen Mann nicht, wenn er denkt, sonst kommt er voll aus dem Konzept. Blödmann. Ach, ich liebe es, wenn du mich Blödmann nennst. Da liegt immer irgendwie sowas in der Luft. Ich mag's trotzdem nicht, wenn du mit Henriette über mich redest. Aber ich will weiter mit dir trainieren, weil, ja, als Frau muss man sich erwehren können. Karin, wenn ich mit Henriette über dich spreche, dann ist das, weil du mir wichtig bist. Ich bin an dir interessiert. Ist das jetzt angekommen? Wie geht es Ihnen beiden? Kommt wohl sehr bald zu einer Hirnschädigung. Die Leberwerte sind bei beiden weiter steigend. Leons Ammoniak steht schon bei 123. Hepatische Enzephalopathie. Wir haben zur Überwachung des ICP eine epidurale Drucksonde gelegt. Gibst du ihnen noch ein Antibiotikum? Nachdem wir schon Laktulose geben, verspreche ich mir nicht allzu viel davon. Mist. Sonst noch irgendeine Idee? Wir haben alles probiert. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Hast du Ihren Vater erreicht? Hängt in London fest. Wird es vermutlich zeitlich nicht mehr schaffen. Ach, jetzt hör doch auf, so zu reden.
Sei nicht immer so verdammt pessimistisch. Bin ich nicht. Ich bin immer realistisch. Wir werden sehen. Also ich gebe die Hoffnung nicht so schnell auf. Ja. Aber eigentlich können wir nur noch warten, wessen Leber als erstes versagt. Wenn Vater nicht bald auftaucht, sehe ich kaum noch eine Chance für den zweiten Jungen. Wo ist eigentlich die Mutter? Keine Ahnung. Entschuldigung, haben Sie Frau Stein gesehen? Die ist vorhin raus. Ich glaube, die ist im Park. Lass mich. Frau Stein? Frau Stein, haben Sie Ihren Mann noch mal erreicht? Nein. Kommen Sie dann bitte, wir müssen Sie auf die OP vorbereiten. Ich kann das nicht. Ich kann das einfach nicht. Es fühlt sich nicht so an, als ob ich den einen retten könnte, sondern als ob ich den anderen umbringe. Ich kann durchaus nachvollziehen, dass sich das für Sie so darstellt. Nur mit Ihrer Vogel-Strauß-Taktik, da lassen Sie beide sterben. Wie bitte? Sie haben mich schon verstanden. Wenn wir hier sitzen bleiben, retten Sie weder den einen noch den anderen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Gott, noch mal! Ich habe ja gar keine Ahnung, was so eine Entscheidung für eine Mutter bedeutet. Da haben Sie recht. Aber das hilft Ihnen nicht wirklich weiter. Wollen Sie lieber gar nichts machen, nur um sich nicht vorwerfen zu müssen, den einen Sohn geopfert zu haben? Es gibt keine Lösung für das Problem. Doch. Wenn ich Probleme im OP habe, dann lassen Sie mich sterben. Dann kann ich beiden Jungs helfen. Klären Sie das mit dem Gott, an den Sie glauben. Sie werden bei uns im OP keine Probleme haben. Und nicht nur deshalb werden wir Sie nicht ohne Not sterben lassen. Geben Sie Ihren Söhnen, was Sie haben. Eine starke Mutter. Frau Stein, ich würde Sie dann jetzt wirklich gerne auf die OP vorbereiten lassen, bevor es für beide zu spät ist. Ja? Okay. Danke. Was ist passiert? Tachykardie bei 140. Blutdruck 90 zu 60. Wie war sein letzter Ammoniakspiegel? Immer im hochnormalen Bereich, aktuell bei 300. Oh, verdammt, wir kommen in ein präterminales Nierenversagen. Rea bei 10,8. Furosemid perfusor auf 4,2. Schnell. Marie, wie ist der Stand? Alexander ist halbwegs stabil, aber Leon steht kurz vor einem akuten Leberversagen. Gut, dann ist es entschieden. Leon Stein bekommt die Spendenleber. Reflex nur äußerst schwach auslösbar. Beate Stein und Leon Stein zur Transplantation vorbereiten. Was machen wir mit Alexander? Wir behalten ihn im Auge. Im Augenblick können wir nichts anderes tun. Das sehe ich genauso. Wir wissen alle, wie schnell das Zellgewebe absterben kann. Ist Frau Stein schon informiert? Mhm. Wird gerade geholt. Gibt es Neuigkeiten von Organtransplant? Nein. Übernehmen Sie die Explantation? Gerne. Wo ist Dr. Jung? Noch bei Leon Stein. Gut, er wird mir assistieren. Machst du Frau Stein bitte OP fertig und ich hätte dich gerne für die Anästhesie. Gut, natürlich. An die Arbeit, Leute. Entschuldigen Sie bitte. Was machen Sie denn hier? Sie sollten noch in der OP-Vorbereitung sein. Wie geht's Alexander und Leon? Leon geht es nicht so gut, aber sie müssen sofort operieren. Und Alexander?
Frau Stein, wir haben jetzt wirklich keine Zeit zu verlieren. Ich möchte mich doch nur von ihm verabschieden. Vielleicht sehe ich ihn das letzte Mal. Das glaube ich auf gar keinen Fall. Alexander macht einen sehr stabilen Eindruck. Und jetzt kommen Sie bitte. Dr. Lindner, und Sie sind die? Patientin Elsbeth. Patientin Elsbeth. Elsbeth, ich habe mit Ihrem Mann telefoniert. Mit dem Herrn, na, wie heißt der? Ach, passiert Ihnen das? Das passiert mir doch immer, dass ich etwas sage und nach einer Minute nicht mehr weiß. Ist das schlimm, wenn man alles vergisst? Nein, das ist überhaupt nicht schlimm. Nur wenn man immer fast alles vergisst, dann ist das eine Krankheit. Aha. Mhm. Wie geht's Ihnen denn heute, Elsbeth? Was macht Ihr Arm? Haben Sie Schmerzen? Also ich habe Röntgenaufnahmen gesehen, die sehen sehr gut aus. Der Bruch ist ganz stabil geblieben. Das bedeutet, in 2-3 Wochen machen wir den Gips runter. Dann machen Sie ein bisschen Krankengymnastik. Und dann ist alles wie neu. Meine Tochter war da. Wie bitte? Martina? Ja, hier im Krankenhaus. Sind Sie sicher, dass das Ihre Tochter war? Ich glaube, sie ist immer noch böse auf mich. Ja? Sagen Sie ihr, dass sie zurückkommt. Beruhigen Sie sich. Bitte. Ja. Dass sie zurückkommt. Beruhigen Sie sich. Alles gut. Ich bin da. Beruhigen Sie sich. So, Herr Straubinger, und Sie können sich gern jeden Tag eine Zeitung holen. Dankeschön. Bitte schön, Gertchen. Dann ist aber Oberschwester diese Elisabeth von der 24, die Alzheimer-Patientin. Hatte die Besuch? Ja, das weiß ich nicht, Herr Doktor. Ich bin ja nicht den ganzen Tag am Empfang. Sie hatte nur irgendwas erzählt von ihrer Tochter, einer gewissen Martina oder so. Die Vicky hat mir erzählt, dass sie die alte Dame wohl mit Martina angeredet hat. Ja, ich habe dann das gleich bei der Polizei durchgegeben und auch den Namen. Und hat sich da irgendwas ergeben? Na. Weder in den Pflegeheimen noch auf den Sozialstationen wird irgendwo eine alte Dame mit Namen Elisabeth vermisst. Hm. Ich komme gerade von ihr. Sie hat ziemlich heftig geweint. Ja, ihr wechselt sowieso relativ schnell ihre Wahrnehmungsfähigkeiten und ihre Stimmungen. Ja. Vicky hat auch gesagt, sie hätte sie mit ihrer Tochter verwechselt. Passen Sie auf. Sie halten die alte Dame jetzt einfach mal im Blick und dann sprechen Sie noch mal mit Vicky drüber, ja? Das habe ich zwar schon gemacht, Herr Doktor, aber ich mach's gern nochmal. Antonio! Oh, come stai? Kriegst du ein Sandwich? Keine Salami. Nein, geht aufs Haus. Danke dir. Und? Wie läuft's? Das Geschäft? Grande. 1A. Aber? Mit Stella. Wir sind jetzt über 10 Jahre zusammen. Und nur das Geschäft. Weißt du, ich will Kinder. Bambini. Kleine Toninos und Stellinas. Verstehst du? Ja, mach ich doch welche. Sie will nicht. Jetzt nicht. Na, du musst sie halt dazu bringen, dass sie jetzt will. Wie wenn das so einfach wäre. Nee, ich dachte, die Italiener wissen, wie man mit Frauen umgeht, oder? Oh, vergiss es, die Macho-Nummer läuft bei Stella überhaupt nicht. Wer redet denn von Macho? Ich rede von Köpfchen. Du musst sie dazu bringen, dass sie ein schlechtes Gewissen hat. Das
Stella hat nie ein schlechtes Gewissen. Glaub mir, Antonio, jede Frau hat ein schlechtes Gewissen, wenn ein Mann wegen ihr leidet. Sie weiß, dass ich Kinder will. Ja. Tu so, als ob es dich zerstören würde, wenn ihr keine Kinder bekommt. Antonio, der große Traum deines Lebens. Zerstört. Und wenn sie das schluckt, hast du gewonnen. Das stimmt, was du da sagst. Ja. Ich habe ja auch Ahnung von Frauen. Hallo? Nein, ich meine, was du über meinen Lebenstraum gesagt hast. Er wäre wirklich zerstört. Vicky? Hey, Lucky. Na, was machst du so? Nichts Besonderes. Ich lese nur Buch. Ja, klar. Du und Lesen, das ist ja wie ein Walfisch in der Wüste. Sehr witzig. Du, ich würde nachher gerne ins Kino gehen. Kommst du mit? Nee, hab irgendwie keine Lust. Ja, kein Thema. Ich war vorhin wieder bei der alten Dame. Von der ich dir erzählt habe. Ah ja, die dir mal alles vergisst? Ja, voll strange. Heute hat sie ihrem Bäumchen eine Schüssel Wasser hingestellt und hat gesagt, trink, Tiger. Was? Hey, kapier ich nicht. Ich hab's auch nicht gecheckt. Bis sie mir dann erzählt hat, dass ihr Kater, der seit 5 Jahren tot ist, Tiger hieß. Oh, krass, die Arme. Die schnellt gar nichts mehr, ne? Manchmal checkt sie überhaupt nichts und dann wieder total viel. Das nennt man Alzheimer. Ich sehe schon, die Arbeit da in der Klinik tut dir gut. Ach, blöd, Mann. Und du kommst wirklich nicht mit? Nee, heute nicht. Störe ich? Hi, Opa. Nee, gar nicht. Du... Vicky, ich ruf dich später nochmal an, ja? Okay. Tschüss. Hab ich jetzt einen sogenannten Date vermasselt, hä? Nein, passt schon. Aha. Ich wollte sowieso nicht mehr weg heute. Hast du Hunger? Ja, ich hab nur ein Brot gegessen, ja. Ja. Weißt du was? Magst du Würstel? Ja. Ja, dann macht man uns jetzt Würstel. Ja. So. Du, Opa, haben eigentlich viele Leute Alzheimer? Alzheimer? Ja, du wirst letztens in der Zeitung gelesen, dass in Deutschland bis zu 40% der über 85-Jährigen an der Krankheit leiden. So alt schaust du aber nicht aus. Hey, jetzt hast du es aber genau benannt, du Lausbub. So. Wie geht's Ihnen jetzt? Alles gut? Mhm. Frau Stein? Herr Dr. Bernheimer, bitte versprechen Sie mir, dass ich ihn gesund wiederkriege. Das kann ich nicht und das wissen Sie auch. Aber wir werden alles tun, was in unserer Macht steht. Sie sind in erfahrenen und kompetenten Händen. Glauben Sie mir. Leberlappen ist gut mobilisiert, Ductus Hepaticus gut dargestellt. Mehr Zug auf den Ruh. Jetzt kommt die Parenchymdissektion und Erhaltung der mittleren Lebervene für den Spender. Ordentlich spülen und saugen. Wir müssen ligieren, bevor ich vor lauter Blut nichts mehr sehe. Er ist soweit. Wie weit sind Sie drüben? Die Patientin ist anästhesiert. Frau Professor Lindner wartet auf ihr Go. Ja, dann. Go. Fangen wir an. Skype.
Hautschnitt. Haken. Spül. Sieht aus, als ob die Blutgerinnung nicht mehr funktioniert. Ich brauche sofort einen aktuellen Antithrombin-3-Level. Blutgase, Albumin und Leberenzym, okay? Ja. Ja, komm, dann geben wir weiter FFBs, ja? Hol dich aus dem Zentrallabor. Komm, gib Gas, Leso, ja. Das sieht gut aus soweit. Wie geht es ihr? Alles stabil. Machst du zu? Natürlich. Ich danke Ihnen allen. Gute Arbeit. Sind Sie fertig? Was gibt es? Alexander Stein geht's schlechter. Und? Antithrombin 3 ist bei 10 Milligramm. Ich habe ihm 500 Einheiten Ambiativ gegeben. Warte mal, was sich getan hat. Nichts. GOT, GPT? 130, 105. Bequert? 16. Billy? 4-2. Wir müssen jetzt was tun. Wir geben ihm Morphitox. Nein. Schwester Karin, stopp. Wie nein? Wenn wir jetzt nicht tun, dann verlieren wir ihn. Du unternimmst nichts. Ich werde mich beschweren bei der Leitung von Agar-Transplant. Verdammt nochmal, verstehen Sie nicht? Hier stirbt ein Kind! Einmal Lasagne, Spaghetti Antonio, zwei Chianti, 2360. Stimmt so. Danke. Gerne. Schönen Abend noch. Dankeschön, tschüss. Bis zum nächsten Mal, ciao. Na, mein Schatz. Du könntest dich ruhig mal ein bisschen freuen, dass der Laden wieder so voll war. Tu ich doch. Alles gut. Ja, das sehe ich. Antonio, es ist einfach nicht die Lösung, dass deine Mama zum Babysitten kommt. Es war nur eine Idee. Und so dominant ist sie auch nicht. Ja, genau. Deshalb darfst du ja auch nie kochen, wenn sie da ist. Na komm, sag schon.
Vielleicht stehe ich wirklich vor sowas wie einer Midlife-Crisis. Ich wünsche mir eine richtige Familie. Jetzt reiß dich mal zusammen. Midlife-Krisen gehen anders. Und wie? Dass ihr Italiener immer so ungeduldig sein müsst. Stella, ein Kind mit dir wäre die Erfüllung unserer Liebe. Ich kann mich von diesem Traum nicht verabschieden. Das musst du doch auch gar nicht. Ich will doch auch ein Kind von dir. Genauso sehr wie du. Nur nicht heute. Aber vielleicht ja schon bald. Weißt du was? Wir zwei, wir machen jetzt mal einen Plan für unseren Traum. Ein Plan? Mhm. Du und ich. Gemeinsam. Na? Ja. Mein lieber Mann, du siehst ja fertig aus. War die OP so anstrengend? Geht schon. Leon Stein geht's ja auch ganz gut. Alexander? Nicht so gut. Weißt du noch, wie ich mit 14 Katzenfutter essen musste, weil ich die Wette verloren habe gegen Jakob Steingassinger? Weißt du noch? Ja. Dass ich dann als verdorben rausstellte und dann mussten sie wieder den Magen ausfüllen. Mein Opa hat dann noch gesagt, hätte ich mir lieber den Finger in den Hals gesteckt, wäre billiger gewesen. Ne? In der Tat. Ja, als Teenager probiert man manchmal schon ganz schön dumme Sachen aus. Mhm. Wie Leon und Alexander. Ja, hoffentlich packen die beiden das. Was zieht denn dich eigentlich hier in deine alte Heimat? Der Kaffee ist hier eindeutig am besten. Stimmt. Sag mal, ist der eigentlich immer noch so streng rationiert? Ja. Und es bleibt da so. Gefäße veröden. Kleiner Haken. Bauchtuch. Spülen bitte. Viererfaden. Geh noch nicht weg, Martina. Ich heiße Vicky, aber das habe ich Ihnen ja auch schon gesagt. Ach, Abendbrot. Sie dürfen mich auch wieder loslassen. Du darfst mir nicht mehr böse sein. Ich bin Ihnen auch nicht böse. Und schwör mir, dass du diesen Mann nicht heiratest. Ich heirate niemanden. Bestimmt. Beschwör's mir. Ja, ich versprech's. Oh mein Gott. Ich freue mich schon auf unsere kleine, süße Familie. Ich danke dir. Dann machst du mich zum glücklichsten Mann auf der ganzen Welt. Aber du bist wirklich sicher, dass wir die Aushilfe nicht früher brauchen? Nein, wieso? Das heißt, du willst bis kurz vor der Entbindung arbeiten? Ja, natürlich, das haben doch unsere Mütter auch so gemacht. Gut, dann sollten wir das vielleicht noch mal mit Frau Professor Lindner besprechen. Du trägst dann schließlich meinen Sohn unter deinem Herzen. Woher willst denn du wissen, dass es ein Bub wird? Vielleicht wird es ja auch so eine kleine süße Prinzessin, die dir dann den Kopf verdreht. Aber dafür habe ich doch dich. Aber Bub oder Mädchen, egal.
Auch moderne Frauen müssen sich während der Schwangerschaft schonen, sagen zumindest deine Klatschblätter. Ja, die du natürlich nur im Geheimen liest. Antonio, ich brauche den Trubel und die Bewegung im Lokal. Und wenn das Baby wirklich ein Bub wird mit deinem Temperament, dann erst recht. Na, dann vielleicht doch lieber eine kleine Prinzipessa. Aber dann habe ich überhaupt keine Zeit mehr. Naja, wenn sie so hübsch wird wie ihre Mama, muss ich rund um die Uhr aufpassen, dass die Jungs sie in Ruhe lassen. Italienische Väter. Ich kann es kaum erwarten. Aber nichts überstürzen. Gut, einverstanden. Aber Mädchen oder Bub, üben könnten wir schon. Leon, alles gut, ja? Dr. Jung ist noch bei ihm, aber Leon ist soweit stabil, hat gute Chancen. Wenigstens das. Und hier? Die konservativen Methoden greifen nicht mehr. Wir müssen auch transplantieren. Jetzt hilft nur noch beten. Frau Brunner. Jetzt bleiben Sie erst einmal da. Einen Arzt habe ich schon gerufen, gell? Jetzt tun mir beide Hände weh. Ach, geht, das ist doch kein Wunder bei so einem Sturz. Aber das kriegen wir schon wieder, Frau Brunner. Ich bin schuld an dem Sturz. Ach, geh, Vicky, was redest du denn da für einen Unsinn? So wie du mir das erzählt hast, hast alles richtig gemacht, Vicky. Entschuldigen Sie bitte. Ja, Moment, bitte. Sie sehen doch, dass ich beschäftigt bin. Wann kommt denn jetzt der Arzt? Der muss gleich da sein, Frau Brunner. Hallo, ich... Moment! Hören Sie doch endlich! Mein Name ist Jochen Stein, ich will zu meiner Frau und meinen Söhnen. Herrschaftszeiten, warum sagen denn Sie das nicht gleich? Ja, aber Sie haben doch nicht... Weißt du, passen Sie auf, wir haben nicht mehr viel Zeit. Kommen Sie mit, hoffentlich ist es noch nicht zu spät. Gut. Was meinst du, was sie hier will? Also uns beiden davor ist niemand davon erfahren. Die Lindner geht davon aus, dass es sich ausschließlich um Wiederherstellungschirurgie handelt. Aber unsere Patienten sind jetzt auch deine Patienten und du hast eine Verantwortung, verstanden? Ihr Vicky, das ist ein verzogener, aufsässiger, renitenter Fratz. Ja, Crossmatch negativ. Negativ. Alexander, Leon. Roland, der Blutdruck fällt rapide. Verdammt, wieso hört denn das überhaupt nicht auf zu bluten? Was macht ihr denn da unten? Der schmiert uns hier weg.